Das ist Valeria, 15 Monate alt, ein schlafendes Kleinkind. Doch nur auf den ersten Blick. Valeria kann nichts, was Kinder in ihrem Alter normalerweise können. Der Grund? Sie wurde mit einem sehr seltenen Gendefekt geboren. Sie könnte ihr Leben lang fast nie etwas lernen. Und ich meine, im Moment müssen wir wirklich froh sein, dass sie selber schnauft und selber isst. Die anderen Kinder sehen wir viel, haben so Magensonden und werden beatmet und sind die ganze Zeit im Spital und so. Ich muss wirklich immer Holz anlegen, wenn ich das erzähle. Müssen wir froh sein, wie es ihr geht, oder? Und sie wäre halt einfach schwerst behindert, oder? Das wäre nicht vielleicht so, das ist sicher so, wenn wir nichts machen. Gell? Mhm. Aber darum machen wir ja etwas. Valeria ist eines von nicht einmal 10 Kindern weltweit, die unter dieser Variante des sogenannten KCNT1-Defekts leiden. Die Nerven in Valerias Gehirn arbeiten nicht richtig zusammen. Deshalb kann sie ihre Muskeln nicht steuern. Gegen diese Krankheit gibt es keine Behandlung. Im Internet haben die Eltern in den USA einen Arzt gefunden, der versuchen will, ein Medikament zu entwickeln. Kostenpunkt 2 Millionen Franken. Die Neurologen haben einfach gesagt, man kann nichts machen, oder? Und dann haben wir herausgefunden, dass es eben einen Weg gibt, wie wir der Valeria helfen können. Und dann ist irgendwann halt, sind dann die Zahlen umgegeistert. 2 Millionen hat es am Anfang geheissen. Und dann haben wir halt dann auch gesagt, wir haben eigentlich immer gesagt, es ist gut, wir zahlen das. Oder? Wir kriegen wir schon auch, oder? Seltene Krankheiten sind häufiger, als man denkt. Rund 7% der Bevölkerung leiden unter einer der 8000 seltenen Krankheiten. Jetzt haben die Pharmaunternehmen seltene Krankheiten als lukrativen Markt entdeckt. Neben Gendefekten gehören auch gewisse Krebsarten oder Autoimmunkrankheiten dazu. Sie können jeden treffen, jederzeit. Dass ein Medikament nur für einen einzigen Patienten entwickelt wird, ist ganz neu und hat Konsequenzen. Es ist nicht ein anerkanntes Medikament. Und von dem her wird es nicht finanziert, weder von der IV noch von der Krankenkasse. Aber wenn man das auf die Jahre ausrechnet, was die Valeria allenfalls eben all die Sozialversicherungen wird kosten, wenn man nichts macht, dann sind wir dann über den Betrag. Ja, schnell. Und ziemlich schnell, ja. Valerias Gendefekt wurde erst 2012 entdeckt. Er gehört zu den schwersten Geburtsgebrechen, die es gibt. Bis zu 20 epileptische Anfälle quälen sie pro Tag. Gegen die vielen Krampfanfälle geben die Eltern Valeria THC-freies Cannabisöl. Doch das lindert nur die Symptome, ändert aber nichts an der Grunderkrankung. Die Hoffnungen, die die Eltern in das Medikament aus den USA setzen, sind groß. Ob und wie es wirken wird, kann ihnen aber niemand sagen. Man denkt, dass sie sich keine Krämpfe mehr wird haben und dass sie sich entwickeln kann, bis hin zu, sie wird ganzen ein normaler Mensch oder ganz ein gesunder Mensch, oder? Aber dort davon kein Krämpf und sich an sich entwickeln bis hin zu ganz normal, ist natürlich eine grosse Spannweite und kann uns niemand sagen, bis wohin das sie kommt, oder? Das ist außergewöhnlich, extra ein Medikament für eine einzelne Person zu entwickeln. Normalerweise werden Medikamente gegen seltene Krankheiten in Pharmafirmen entwickelt. Ganz vorne mit dabei ist im Moment Novartis. Zwei dieser neuen sogenannten Orphan Drugs des Basler Pharma-Riesen sorgten wegen ihres Preises für Aufsehen. Kymriah gegen sehr bestimmte Formen von Blut- und Lymphdrüsenkrebs für 320.000 Euro und Zolgensma gegen einen tödlich verlaufenden Gendefekt bei Säuglingen für 2 Millionen Dollar. Ist es ethisch vertretbar, bei einem Jahresgewinn von über 10 Milliarden Franken so viel Geld für lebensrettende Medikamente zu verlangen?
Von 100 Substanzen, an denen wir arbeiten, werden zwischen einer und fünf je zu einem Medikament entwickelt. Damit wir die Suche nach neuen Medikamenten weiter finanzieren können, müssen wir Geld verdienen. Und weil das Risiko so groß ist, erwarten die Investoren eine ansehnliche Rendite. Gleichzeitig erwarten die Investoren aber auch, dass wir solche riskanten Wetten eingehen. Die erfolgreichen Medikamente müssen die Fehlschläge finanzieren. Je aufwendiger die Forschung, umso teurer werden deshalb die Produkte. Man schätzt ungefähr 1,4 Milliarden für die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs durchschnittlich. Manchmal sind sie höher, manchmal sind sie geringer. Und wenn man noch die Zeit bis zur Vermarktung hinzunimmt, ist man bei 2,5 Milliarden pro Wirkstoff. Also es sind tatsächlich sehr hohe Forschungs- und Entwicklungskosten. Und jetzt von der Industrie zu fordern, dass sie sich ethisch verhält, ich glaube, das kann man so formulieren, aber es ist nicht tragfähig, weil man muss akzeptieren, dass hier Aktionäre sind, die bedient werden wollen. Aber letztlich kommt es darauf an, was wir als Gesellschaft bereit sind, für solche Medikamente zu zahlen. Kymriah ist die erste Krebsbehandlung, die ein ganz neues Heilprinzip verfolgt. Zellen des Patienten werden genetisch verändert, vermehrt und ihm wieder verabreicht. Zurück im Patienten sollen sie die Krebszellen zerstören. Entwickelt wurde das Verfahren an einer Universität in den USA, von der es Novartis übernommen und weiterentwickelt hat. Die Zürcher Medizinprofessorin und Ethikerin Nicola Bille-Andorno hat festgestellt, dass Pharmariesen immer wieder Unternehmen mit vielversprechenden Medikamenten kaufen. Was die Risiken betrifft, die ja auch oft für die hohen Kosten geltend gemacht werden, so muss man sagen, dass natürlich auch oft Firmen übernommen werden, die kurz vor der Beantragung der Zulassung stehen. Also in den Fällen wäre natürlich auch das Risiko nicht so extrem hoch. Sodass man sich manchmal schon denkt, geht es vielleicht auch darum, aus einem Medikament maximal viel herauszuholen? Geht man dann vielleicht auch an die Schmerzgrenze und probiert einfach aus, wie viel man eben verlangen kann? Man muss sagen, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive ist das natürlich nachvollziehbar. Unabhängige Experten hatten für Kymriah einen Wert von $800.000 berechnet. In den USA kostet es jetzt $420.000. In Deutschland 100.000 Euro weniger. Die Krankenkassen zahlen. Wie kommt Novartis auf die unterschiedlichen Preise? Wir stützen uns auf die sogenannte Kosteneffektivität, was auf der ganzen Welt gemacht wird. Sie standardisiert den Wert jedes gesunden Lebensjahres und berechnet die Fähigkeit des Medikaments, mehr gesunde Lebensjahre zu schenken. So kann man den Wert eines Medikaments berechnen. Wenn wir andere Dinge kaufen, bezahlen wir ja auch den Mehrwert, den sie uns bringen. So wird versucht, den Wert eines Medikaments zu finden. Ein Systemwechsel. Statt wie bisher die Forschungs- und Herstellungskosten als Basis zu nehmen, berechnet Novartis, wie viel das Medikament dem Patienten wert sein könnte. Je mehr Lebenszeit ein Mensch noch vor sich hat, umso eher ist die Gesellschaft bereit, hohe Kosten zu akzeptieren. Kymriah wurde an der Universität Philadelphia für Kinder entwickelt, die an einer sehr seltenen Form von Leukämie leiden. Ich heiße Emily und meine Lieblingsfarbe ist lila. Emily Whitehead war die erste Kymriah-Patientin. Alle anderen Therapien hatten versagt. Dann bekam sie das neue Medikament. Sie ist bis heute krebsfrei. So ein Ergebnis ist nicht nur für die Betroffenen jeden einzelnen Cent wert. Kymriah wirkt aber auch gegen einen sehr seltenen Lymphdrüsenkrebs bei Erwachsenen. Ist es sinnvoll, diese teuren Medikamente auch älteren Patienten zu verabreichen? Ich glaube, man kann keinem 80-Jährigen, dem es gut geht und der gerne lebt, zumuten zu sagen, ich muss jetzt verzichten. Ich glaube, das ist ganz schwer, wenn man weiß, wenn ich nichts mache, sterbe ich in 2 Monaten. Dann zu sagen, und trotzdem möchte ich das Medikament nicht, denn es soll anderen zugutekommen. Ich glaube, das ist sehr viel verlangt. Ich glaube, wir müssten anders ansetzen, müssten eher fragen, welche Versorgung ist in welchem Lebensalter sinnvoll? Bringt mir das noch was? Wie sind die Belastungen? Häufig sind diese Medikamente, können ja auch schwere Nebenwirkungen haben. Ist es denn zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach noch ein sinnvolles Konzept? Bei Zolgensma, dem teuersten Medikament der Welt, stellt sich die Frage nach dem Alter weniger.
Es heilt Kleinkinder, die an einem seltenen, zum Schluss tödlichen Gendefekt leiden, der sogenannten spinalen Muskelatrophie. Auch für dieses Medikament hat Novartis eine Firma übernommen, für knapp 8 Milliarden Euro. Die Behandlung eines einzigen Kindes kostet 2 Millionen Euro. Viele Menschen vergleichen Zolgensma mit Medikamenten, die man täglich einnehmen muss. Wir haben versucht, eine Heilung oder wenigstens eine sehr große Verbesserung der Gesundheit eines Patienten zu erreichen. Und wenn man den Wert eines solchen Medikaments berechnet, ist Zolgensma eigentlich sehr vernünftig bewertet. Das haben uns unabhängige Stellen bestätigt. Bei dieser neuen Art von Medikamenten wie Kymriah oder Zolgensma braucht es nur eine einzige Infusion, um die Patienten potenziell zu heilen. Anders als bei konventionellen, oft lebenslangen Behandlungen, verdienen die Pharmafirmen hier also nur einmal und verlangen entsprechend mehr. Auf längere Sicht sind die Therapien zwar oft nicht mehr viel teurer als die konventionellen, doch die hohen Einmalkosten könnten das Gesundheitswesen belasten. Das Medikament Zolgensma wurde zuerst nur in den USA zugelassen, wo es von den Krankenkassen bezahlt wird. In anderen Ländern ist es noch nicht erlaubt. Doch den betroffenen Kindern rennt die Zeit davon. Zolgensma sollte nämlich so früh wie möglich verabreicht werden. Novartis, Herstellerin von Zolgensma, verlost weltweit 100 Gratisbehandlungen. Ein umstrittenes Vorgehen, das manche als Marketingaktion interpretieren. Für Novartis ist es eine Übergangslösung, bis das teuerste Medikament der Welt auch in anderen Ländern die Zulassung erhält. Wir glauben, am besten werden Modelle sein, bei denen die Behörden über eine längere Zeitspanne zahlen können. Anstatt die einmalige Therapie sofort bezahlen zu müssen, können sie über 5 Jahre oder sogar noch länger abzahlen. So können die Behörden vorhersagen, wie viel Geld sie jedes Jahr ausgeben werden. Trotzdem sind die Gelder im Gesundheitswesen beschränkt. Einer der Patienten, die das Gesundheitswesen stark belasten, ist Franz Schäfer. Er hat Krebs, operieren zwecklos. Seine letzte Hoffnung ist eine neue Immuntherapie. Dank ihr soll sein Immunsystem den Krebs selber in Schach halten. Alle 14 Tage bekommt er eine Infusion. Kostenpunkt 5.000 Franken. Pro Jahr sind das mehr als 100.000 Franken. Wie lange er die Therapie machen muss, weiß der 72-Jährige nicht. Es kann sein, immer. Also ich habe hunderte Werte. Geht natürlich relativ lang. Heilen wird ihn die Therapie nicht. Aber sie verlängert sein Leben. Dank solcher Behandlungen wird Krebs immer häufiger zu einer chronischen Krankheit. Und damit für das Gesundheitswesen zu einer großen Belastung. Grundsätzlich kann das durchaus zu sehr hohen Behandlungskosten führen, wenn der Patient das Glück hat, die Behandlung gut zu tolerieren und andererseits eine nachgewiesene Wirksamkeit aufweist. Man muss aber auch einschränkend sagen, dass nicht alle Patienten natürlich auf die Immuntherapie derart gut ansprechen wie Herr Schäfer. Glück für Franz Schäfer, Pech für die Krankenkasse, die die Kosten übernehmen muss. Krebs gehört schon heute zu den Krankheiten, die das Gesundheitswesen am stärksten belasten. Und das wird weiter zunehmen. Die klassischen Chemotherapien haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Durch den Wegfall des Patentschutzes sind diese Medikamente auch deutlich billiger geworden. Auf der anderen Seite sind neue Behandlungsformen entstanden, zielgerichtete Therapien, perorale Therapien und speziell auch die Immuntherapien, welche zu einem Kostenschub ohne Frage in der Onkologie geführt haben. Das Universitätsklinikum Heidelberg war eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland, das für die Verabreichung von Kymriah zertifiziert war. Da wurden ja Ergebnisse erzielt, die man so vorher noch nicht kannte, insbesondere bei Patienten mit verschiedenen oder unterschiedlichen Leukämien, die letztendlich schon verschiedene Vortherapien hatten und damit normalerweise sehr schlecht auf Folgetherapien ansprechen. Also für diese Patienten scheint dieses Medikament in Einzelfällen wirklich ganz neue Dinge zu bewirken. Bis ein Patient Kymriah bekommt, muss er alle anderen Therapiemöglichkeiten erfolglos ausgeschöpft haben.
Die 320.000 Euro kommen also zu einer bereits sehr teuren Behandlung dazu. Trotz des medizinischen Erfolgs beurteilt der Arzt den Preis kritisch. Wenn man damit Reis kaufen würde und in bestimmte Regionen Afrikas gehen würde, dann könnte man wahrscheinlich auch sehr vielen Menschen helfen. Also wenn man auf dieser Ebene anfängt zu überlegen, dann wird es natürlich extrem komplex. Und das zeigt natürlich auch, dass man dort einfach so verzahnt arbeiten muss mit allen Beteiligten, dass man maximal vielen Menschen und Patienten helfen kann. In Deutschland leben 4 Millionen Menschen, die unter einer seltenen Krankheit leiden. Im Durchschnitt ist ihre Behandlung deutlich teurer als die bei anderen Krankheiten. Wie verteilt man die Gelder gerecht? Damit beschäftigt sich auch der Deutsche Ethikrat in Berlin. Also das ethische Problem ist ja erstmal, ist das alles gerecht? Weil wir haben ja alle unsere Krankenkassen. Jeder zahlt in die Krankenkasse ein, egal ob er krank oder gesund ist. Und das ist ja so eine Solidargemeinschaft, wenn man so will. Und wenn dann eine große Menge Geld ausgegeben wird für eine einzelne Person, dann fragen sich die anderen vielleicht auch, oh, das ist aber nicht so ganz in Ordnung. Um die oft hohen Kosten gerechter auf die Gesellschaft zu verteilen, gäbe es einen einfachen Weg. Wir könnten ein Modell zum Beispiel machen, in dem eine Krankenkasse in einen Fonds einzahlt für seltene Krankheiten, und zwar in der Höhe, wie sie eine Anzahl von Mitgliedern hat. Hat sie viele Mitglieder, zahlt sie viel. Hat sie wenig, zahlt sie wenig. Und aus diesem Topf könnte man dann das Geld nehmen für die Behandlung von seltenen Krankheiten. Leider gibt es solche Fonds noch nicht. Die 2 Millionen Franken für die Entwicklung von Valerias Medikament müssen ihre Eltern zahlen. Die Hälfte des Betrages konnten sie selber aufbringen. Doch noch fehlt 1 Million. Diese wollen sie über ein Crowdfunding im Internet sammeln. Ein Benefizkonzert der Band Dada Anteportas an ihrem Wohnort in Luzern ist der Startschuss zur öffentlichen Sammelkampagne Rette Valeria. Unterstützung, ich spende für die Valeria Association. Und ja, ihr merkt, sprachlos. Wir haben schon einen grossen Schritt gemacht, jetzt heute. Und mit dem heutigen Abend werden wir noch viel weiterkommen. Und für das einfach ganz, ganz herzlichen Dank. Unterstützt von Freunden und den Medien sammeln sie innerhalb von wenigen Tagen die fehlende Million. Am Schluss gehen auf der Crowdfunding-Seite Rette Valeria sogar 200.000 Franken mehr ein als geplant. Aber dieses Geld wird auch dringend gebraucht. Kürzlich haben die Ärzte erste Prototypen des Medikaments nach Holland geschickt, wo getestet wird, wie gut sie in Valerias Zellen wirken. Mario Schenkel trifft sich mit den Forschern. Die Behandlung von Valeria wird in den USA stattfinden. Doch das könnte noch dauern. Ich habe volles Verständnis, weil die wollen ja alle nur das Beste machen. Oder? Ich drehe einfach nicht auf völlige Türen, oder? Weil ich habe ja nicht, sie sind die einzige Chance, die Valeria hat. Dass ein Medikament nur für einen Patienten entwickelt wird, ist neu in der Pharmabranche. Niemand kann den Eltern sagen, wie lange es noch dauern wird. Zum Schluss muss noch die amerikanische Arzneimittelbehörde ihren Segen zum neuen Medikament geben. Bei diesen sogenannten Orphan Drugs sind dazu aber weniger Studien nötig als bei anderen Medikamenten. Mit solchen staatlichen Erleichterungen soll die Forschung an seltenen Krankheiten gefördert werden. Das sei eigentlich positiv, sagt der Deutsche Krankenkassenverband GWK. Die Privilegien führten aber zu einem regelrechten Boom bei den Orphan Drugs. In Deutschland ist es so, dass die Exklusivität, der Patentschutz mindestens 10 Jahre beträgt, zum Teil auch sogar noch länger.
bei Indikationen im Kinderbereich beispielsweise, da glaube ich mindestens 2 Jahre auch noch länger. Das heißt, es ist durchaus für die Industrie sehr wertvoll, einen solchen exklusiven Marktzugang zu haben und deswegen sicherlich auch die Versuche, hier in diesen Bereich der seltenen Erkrankungen hineinzukommen. Ja. Dank Genanalysen kann man heute beispielsweise Tumore viel differenzierter unterscheiden. Diese Unterarten eines Krebses gelten dann als seltene Krankheiten. Das lässt sich auch sehr gut statistisch erfassen, dass mittlerweile jedes dritte neu zugelassene Präparat ein Präparat für sogenannte seltene Erkrankungen ist. Und ich würde mal sagen, die Hälfte davon etwa spielt sich mittlerweile im onkologischen Bereich ab. Diese Präparate sind in der Regel sehr teuer, keine Frage. Das heißt, krankenkassenseits müssen wir schauen, wie wir mit dem pharmazeutischen Unternehmen zu einer adäquaten Finanzierung kommen. Krankenkassen finanzieren aber nicht jedes Medikament. Das erlebte ein Patient in Berlin, der selber nicht vor die Kamera möchte. Eine Spezialistin verschrieb ihm ein teures Medikament gegen seinen seltenen Krebs. Doch die Krankenkasse weigerte sich, es zu bezahlen. Die Lösung für das Ehepaar Fiedler hieß, selber zahlen. 30.000 Euro, ihre ganze Altersvorsorge haben sie investiert. Aber immerhin, Dirk Fiedlers Krebs ging zurück. Wir waren richtig, richtig froh, als es dann hieß bei der Untersuchung, dass das Medikament wunderbar angeschlagen hat, dass wir einen richtig großen Erfolg erzielt haben mit einem 50-prozentigen Rückgang des Krebses, mit einem Stillstand des Wachstums. Das war einfach nur ein gigantisches Ergebnis. Da haben wir uns tierisch gefreut und hätten dann gedacht, dass die Krankenkasse jetzt mitzieht, was er aber nicht getan hat. Das Problem: grundsätzlich müssen Krankenkassen ein Medikament nur dann bezahlen, wenn es für diese Krankheit auch zugelassen ist. Bei seltenen Krankheiten kommen aber oft Medikamente zum Einsatz, die eigentlich für andere Krankheiten entwickelt wurden. Das nennt man Off-Label-Use und muss von der Kasse nicht bezahlt werden. Das ist auch der Grund, wieso die Krankenkasse Dirk Fiedlers Medikament nicht zahlte. Er nahm sich einen Anwalt, versuchte die Krankenkasse umzustimmen. Dr. Bruns ist Arzt und Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft und kennt den Fall Dirk Fiedler. Für Herrn Fiedler, die Lösung ist die, dass er entweder einen Arzt findet, der sagt, das interessiert mich nicht, ich nehme das auf meine Schulter, Sie kriegen das Medikament und wenn die Kassen sich beschweren, müssen Sie sich mit mir auseinandersetzen. Oder aber Sie machen einen Antrag bei der Kasse und gehen den mühsamen Weg durch die Instanzen, was letztendlich dazu führt, wo man sagt, da verliert man Zeit und die haben wir in der Onkologie sehr häufig nicht. Müssen wir also damit rechnen, dass Krankenkassen versuchen, sehr teure Behandlungen zu verweigern, dass Menschen sterben? Jeden Tag sterben Menschen in der Onkologie und das ist meist sehr komplex. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe, für irgendjemanden diesen Zusammenhang herzustellen, und ich habe diesen Zusammenhang so nicht wahrgenommen, ist das eine Sache des Staatsanwaltes. Aber im Einzelfall, weil eine Kasse so entschieden hat, dass ein Patient deswegen stirbt, das kann man so nicht. Schlussendlich hat die Krankenkasse Dirk Fiedler das Geld doch noch zurückgezahlt. Für die Behandlung war er inzwischen aber zu krank. Heilung haben wir jetzt nicht mehr im Visier, auch wenn ganz hinten drin immer noch die Hoffnung ist, vielleicht gibt es ja doch das Wunder oder den Durchbruch irgendwo an Erkenntnissen, dass man es noch hinbekommt. Aber inzwischen wären wir schon zufrieden, wenn wir noch 2, 3, 4 Jahre miteinander verbringen könnten und das wäre sehr schön. Leider ist Dirk Fiedler inzwischen gestorben. Ob das teure Medikament geholfen hätte, weiß man nicht. Medikamente wirken nämlich nicht bei jedem Menschen gleich, auch wenn sie an der gleichen Krankheit leiden. Und bei manchen nützen sie gar nichts. Im Extremfall heißt das, für Kim Raya 320.000 Euro verlangen und der Patient stirbt trotzdem. Das lässt sich schlecht verkaufen. Novartis setzt deshalb auf das Modell Pay for Performance. Wir schauen, ob das Medikament für eine bestimmte Zeitspanne seine Wirkung zeigt. Solange es wirkt und der Krebs nicht zurückkommt, werden wir bezahlt. Wenn der Krebs aber zurückkommt, erstatten wir die Kosten für den Zeitraum, in dem das Medikament nicht gewirkt hat, zurück. Das klingt gut, doch die Medizinethikerin ist skeptisch, ob dieses Zahlungsmodell zum Vorteil der Patienten ist.
Ich glaube aber, dass das Pay-for-Performance auch seine Probleme haben kann, wenn es dazu führt, dass wir immer früher Medikamente verabreichen, auch wenn sie noch gar nicht ausreichend getestet sind. Wenn also die Patienten, die für Medikament zahlen, eigentlich de facto Studienteilnehmer sind, weil man noch so wenig weiß. Und ich denke, ein anderes Problem kann auch sein, dass wir damit mit Pay-for-Performance extrem hohe Preise rechtfertigen, weil wir nämlich sagen, das funktioniert so toll, das hat ja ein Menschenleben gerettet, das muss doch was wert sein. Doch kann man den Wert eines Medikaments wirklich unabhängig ermitteln? Pharmafirmen wie Krankenkassen verfolgen je ihre eigenen Interessen und versuchen, das Ergebnis entweder als Erfolg oder Misserfolg darzustellen. Das Basler Start-up-Unternehmen LifeGen will in diese Lücke springen. Es braucht uns, weil wir keine Partei ergreifen, weil wir das neutral und sicher und auch transparent darstellen können. Also dieser ganze Prozess, wo man die Daten sammeln muss und auswerten muss, die dann letztendlich dann eben die Preise treiben oder bestimmen, diesen Prozess übernehmen wir und können als Drittpartei und als quasi neutraler Schiedsrichter gut darstellen und effizient darstellen. Ärzte und Spitäler geben den Krankheitsverlauf auf der Plattform ein. Durch die Blockchain-Technologie können die Daten nachträglich nicht mehr verändert werden. Die Software berechnet, wie viel die Behandlung kosten darf. Solche Modelle könnten Schule machen und das Problem der teuren Medikamente gegen seltene Krankheiten vielleicht etwas entschärfen. Zurück zu Familie Schenkel und Valeria mit dem extrem seltenen Gendefekt. Im September sind sie nach Boston gezogen. Hier wurde schon einmal ein ähnliches Medikament entwickelt und es war erfolgreich. Auch Valerias Medikament ist inzwischen zwar fertig, es muss aber noch getestet werden, um sicherzustellen, dass es keine Nebenwirkungen hat. Ja, also das schiebt sich natürlich mit jedem Mal, oder ich sage jetzt mit jedem Test, der gemacht wird, der nicht so rauskommt, wie man sich das erhofft, oder schiebt sich irgendwie der Zeitpunkt dann immer weiter raus. Mhm. Also realistischerweise wird das wird Mitte Jahr, das wird Juni, Juli werden, bis das Treatment anfangen kann. Und jetzt noch die Corona-Pandemie. Wann Valeria ihr Medikament bekommen wird, ist offen. Trotzdem sei es wichtig, dass sie hier sind. Obwohl wir jetzt noch nicht dort sind, wo wir eigentlich wettet, ist gleich einiges passiert in den letzten Monaten. Oder? Und das wäre echt gewesen, wenn wir nicht da gewesen wären. Oder? Weil es hat Ich bin sicher, dass die regelmäßigen Treffen, die wir haben, die nützen. Und die üben automatisch auch Druck ausüben auf das Projektteam. Es verbindet zusätzlich auch und es macht es irgendwie auch der Wunsch, eben, dass es irgendeine Lösung gibt für die Valeria, wächst auch auf der anderen Seite, sage ich jetzt. Doch die Zeit drängt. Valeria hat vor kurzem ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Auch wenn es ihr besser geht als anderen betroffenen Kindern, könnte es ihr letzter gewesen sein. Wenn du die Durchschnittslebenserwartung anschaust von diesen Kindern, dann hat Valeria 2/3 von ihrem Leben gelebt. Mhm. Ja. Mhm. Aber gell? Oder ich gehe immer so davon aus, ihr geht es irgendwie besser. Ja, ihr geht es mega gut. Im Moment. Ich glaube auch nicht, das ist nicht einfach vom einen Tag auf den anderen. Weißt, das kommt irgendwie das weiss man nicht, leider. Das irgendeine Infektion oder etwas dazu. Mhm. Aber im Moment ist bei der Valeria eigentlich alles so, die Faktoren sind gut, oder? Mhm. Und ja, da holt es alleine. Valerias Eltern warten also weiter auf das Ende der Tests und das Okay der amerikanischen Arzneimittelbehörde. Das Geld ist inzwischen fast aufgebraucht. Doch koste es, was es wolle. Valerias einzige Hoffnung sind die Ärzte in Boston. Wir wollen ja nicht irgendwie voreilig etwas ausprobieren an der Valeria. Oder? Es geht ja natürlich die Sicherheit auch vor. Und aufgrund von dem ist es wie klar, das muss gemacht werden, oder? Ich nehme mal an, die Leute wollen ja auch irgendwie Erfolg haben bei dem, was sie machen, oder? Und sie wollen nur das Beste für die Valeria. Und wir auch. Wenn das Medikament wirklich funktioniert, war jeder Franken gut investiert. Nur wie solche neuartigen Therapien in Zukunft finanziert werden könnten, weiß im Moment noch niemand.